Und wenn es ums Klima geht, dann wird ja auch ganz schnell über Flugzeuge geredet und deren schlechte Klimabilanz. Kreuzfahrtschiffe genauso. Aber auf das Allernaheliegendste kommt man nicht sofort. Und dabei müssen wir einfach nur an uns selber herunterschauen. Die Kleidungsproduktion, die ist ein noch viel größerer Klimafaktor. Weil es so billig geworden ist, so erschwinglich, an die 60 neue Kleidungsstücke kaufen wir uns im Jahr. Und die Klamottenindustrie, die heizt diesen Trend mit immer neuen Kollektionen an. Das Klima hat ein Textilproblem. Überall Klamottenrausch, auch in Hessen. Ich ziehe Kleider und so etwas nur einmal an, dann lohnt sich das nicht mehr, nochmal das Gleiche anzuziehen. Ich habe wirklich welche, die habe ich noch gar nicht angezogen und die habe ich auch nicht mehr vor anzuziehen, leider. Die Preise verführen dazu, es zu kaufen. Dieser Rausch hat seinen Preis. Die Produktion vergiftet ganze Landstriche. Trotzdem wird immer mehr produziert. Ständig neue Kleidung zu kaufen heißt ganz einfach, man wirft ständig das, was man vorher getragen hat, weg. Das sind ungeheure Mengen. Max will wissen, wie schädlich ist der massenhafte Kleiderkauf für das Weltklima? Und welche Lösungen gibt es? Wir sind auf der Frankfurter Zeil, Hessens Einkaufsmeile Nummer 1. Hier fragen wir nach, was glauben die Hessen ist am schädlichsten fürs Klima? Sind das Kreuzfahrtreisen, Autos, Kleidung, Fliegen oder die Ernährung? Das fällt mir jetzt wirklich schwer, weil eigentlich alles total schädlich ist. Ich denke Flugreisen. Ich glaube eher die Autos. Also ich würde auf jeden Fall sagen Flugzeuge und die Schiffe. Bei unserer Umfrage sind also der Verkehr und die Flugreisen ganz weit vorn. Tatsächlich sieht die durchschnittliche CO2-Produktion pro Person so aus. Flüge machen 5% aus, Strom 7%, Freizeitaktivitäten 8%, Kauf von technischen Geräten 12%. Heizung 14, Ernährung 16, Verkehr 18. Und mit der eigenen Kleidung verursacht jeder 19% seines CO2-Fußabdrucks. Damit ist Kleidung Klimafaktor Nummer 1. Das habe ich nicht gedacht. Ja, ist uns gar nicht bewusst, so als Volk quasi. Naja, hier sieht man ja schon Primark. Ne? Die jungen Leute, die kommen da raus mit 3-4 Tüten. Die Schränke sind ja voll. Die Schränke sind voll, die Modeindustrie boomt. Seit dem Jahr 2000 hat sich der Absatz an neuer Kleidung mehr als verdoppelt. Es wird immer billiger und immer schneller produziert. Fast Fashion heißt dieses Phänomen. Während es früher 2 Kollektionen pro Jahr gab, haben Zara und H&M heute bis zu 24 Mal neue Klamotten im Schaufenster. Das heißt, 2-mal im Monat wird alles ausgetauscht. Die Folge? Im Jahr 2000 kaufte jeder Deutsche durchschnittlich 22 Teile. 2019 waren es schon 60. Eine Steigerung von 173% in knapp 20 Jahren. Dieser Konsum hat seinen Preis. Den zahlen nicht wir, sondern andere, rechnet uns Thomas Seibert vor. Der Menschenrechtsreferent bei Medico International ist Experte, wenn es um Textilfabriken in Asien geht. Sie können mit der Baumwolle anfangen, mit den Pestiziden, mit dem ungeheuren Wasserverbrauch. Sie können dann zur Produktion selber eingehen. Jede Menge von Flüssen sind mittlerweile, Flüsse und Seen sind mittlerweile einfach umgekippt wegen der Einleitung von Abwässern aus der Produktion. Das Wasser, das verbraucht wird, um diese Baumwollproduktion aufrechtzuerhalten, wird den Leuten einfach genommen. Niemand zahlt dafür. Nur hinterher fehlt es den Leuten. Ein Rechenbeispiel. So ein T-Shirt aus 100% Baumwolle gibt es bei den großen Ketten schon für 1,99. Aber Baumwolle ist durstig. Für die Baumwolle eines solchen T-Shirts werden 3000 Liter Wasser benötigt. Die werden häufig einfach dem Grundwasser entzogen. Also es ist einfach eine Katastrophe. Und ich versuche eh schon immer, mich so weit wie möglich zu reduzieren. Also T-Shirts für 2 Euro oder sowas ist einfach total verrückt. Was Klamotten zu solchen Preisen anrichten, zeigt der Aralsee im heutigen Kasachstan. Nach Jahrzehnten der Wasserentnahme für den Baumwollanbau und der ungeklärten Einleitung von Chemikalien und Pestiziden ist vom einst viertgrößten See der Welt nur noch eine giftige Salzlache übrig. Es breitet sich die Verwüstung im Grunde täglich aus. Ja, was wesentlich an der Textilproduktion, natürlich nicht nur, aber wesentlich auch an der Textilproduktion hängt. Und das schlägt sich dann in den Preisen nieder. Wir müssen auch nichts dafür zahlen. Doch nicht nur die Baumwolle ist ein Problem.
70% der Kleidung wird mittlerweile aus Kunstfasern hergestellt, vor allem aus Polyester oder anders Plastik. Davon sind bereits nach einem Jahr 60% im Müll. Übrig bleibt vom Waschen und Entsorgen häufig Mikroplastik, das sich in Gewässern und Böden anreichert. Wir können es nicht ändern, die machen es trotzdem. Ich passe jetzt nicht drauf auf, sondern ich gucke einfach, was mir gefällt. Ich würde jetzt auch nicht drauf achten in der Zukunft, ich bin mir ganz ehrlich. Ich glaube, selbst wenn man das ändern wollen würde, das würde gar nicht gehen. Also es würde gar nicht funktionieren, weil wir Frauen, wir lieben einfach Klamotten. Und wir können nicht ohne, also wir können ja nicht nackt rumlaufen, sag ich mal. So weit müssen wir auch gar nicht gehen. Stattdessen einfach weniger kaufen und mal wieder den Kleiderschrank durchforsten. Hier finden sich sicher noch einige Schätze. Oder Secondhand kaufen, auch das schont Ressourcen und den Geldbeutel. Und soll doch mal etwas Neues her, sind nachhaltig produzierte Kleidung gute Alternativen zur billigen Fast Fashion. Fazit: Es ist ganz einfach möglich, den Textilproduktionswahnsinn zu stoppen. Weniger Fast Fashion, mehr Secondhand oder faire Mode. Mit der sogenannten Slow Fashion kann jeder zum Klimaschutz beitragen.